Es gibt das Endometriumkarzinom, welches von der Schleimhaut der Gebärmutter ausgeht. Es gibt den Eierstockkrebs, der von den Eierstöcken ausgeht. Und es gibt den Gebärmutterhalskrebs. Der Krebs der Gebärmutterschleimhaut wird vornehmlich erstmal diagnostiziert mit einer diagnostischen Hysteroskopie, also mit einer Spiegelung der Gebärmutterhöhle und mit einer Ausschabung. Da bekommen wir dann eine feingewebliche Untersuchung, und wenn sich die Befürchtung bestätigt, dass es sich um ein Endometriumkarzinom handelt, muss die Gebärmutter entfernt werden. Unter Umständen zusätzlich mit Lymphknotenentfernungen oder weiteren Organen bei einer Absiedlung. Die Heilungschancen beim Endometriumkarzinom sind grundsätzlich gut, wenn entsprechend operiert wurde und eine Nachbehandlung angestrebt wurde und durchgeführt wurde. Beim Gebärmutterhalskrebs ist es so, dass er glücklicherweise durch den ordentlichen Abstrich sehr früh erkannt wird und dementsprechend auch gute Heilungschancen hat, wenn entsprechend gut therapiert wurde. Beim Eierstockkrebs sieht man das etwas kritischer, weil eben der Eierstockkrebs häufig erst in einem fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wird. Aber auch da haben wir gute weitere Möglichkeiten, vor allem was operative Therapien angeht und nachfolgende Systemtherapien.